Servus Leute, heute gibt es ein Settings-Update für den Patch 0.15 bzw. auch für Arena 0.2 und in dem Video gehe ich ein bisschen über meine Settings, was es für neue Features gibt, mache euch ein bisschen verständlich, warum ich was wie eingestellt habe und was sich zum letzten Mal verändert hat. Viel Spaß! Zuerst ein kleines Vorwort, wovon es abhängt, wie viel Frames man in Tarkov hat, und das ist natürlich in allererster Linie mal die Hardware und in dem Fall die CPU mit dem RAM zusammen und danach die Grafikkarte. Also in Tarkov ist es so, warum hat man auf Streets niedrige Frames und dann Labs hingegen läuft richtig gut, und es liegt an der CPU-Auslastung. Also die minimalen Frames hängen an der CPU Hand in Hand mit dem RAM. Die RAM-Geschwindigkeit ist auch wichtig. Umso schneller der RAM, umso schneller kann die CPU ein bisschen arbeiten. Oder langsamer RAM kann die CPU auch ausbremsen. Und ja, das ist halt auch entscheidend für die Frames. Also, zum Beispiel auf Streets of Tarkov hat die CPU viel zu tun und kann dadurch nicht so viel liefern. Und dann hat die Grafikkarte automatisch auch weniger zu tun. An der Stelle sollte man ja ein bisschen seine Grafikkartenauslastung insbesondere im Blick behalten. Die CPU-Auslastung ist gar nicht so wichtig, da kann man gar nicht so viel machen. Aber an der Stelle will ich anfügen, einige Leute kommen zu mir und sagen halt, ja, hier die CPU-Auslastung ist bloß 30% und kann man da was machen? Und es ist nicht so, dass eine CPU beim Spielen von Tarkov komplett ausgelastet wird. Meine CPU-Auslastung bei der 16-Kern-CPU ist zwischen 12,5 und 16% so. Und das ist so das Maximale, was geht. Also man muss es immer so sehen, wenn man zum Beispiel eine 8-Kern-CPU hat, Tarkov belastet so 2 bis 2,5 Kerne wirklich voll. Und im Schnitt, und dann ist es halt bei einer 8-Kern-CPU eine Auslastung von 25 bis 30%, und es ist dann auch ganz normal. Mehr geht nicht. Bei meiner 16-Kern-CPU ist es dann halt so 12,5-16%, so um den Dreh. Also die CPU-Auslastung, da kann man gar nicht viel machen. Auf die Grafikkartenauslastung kann man achten. Wenn die niedrig ist, kann man mit den Grafikdetails hochgehen, und wenn sie hoch ist, dann kann man da ein bisschen runtergehen. Also die Grafikkarte hat letzten Endes mit den Frames wenig zu tun, also mit den niedrigen Frames. Nur mit den hohen Frames, wenn da die Grafikdetails zu hoch sind, dann cappt die Grafikkarte am oberen Ende, und die CPU ist für die ganzen niedrigen Frames verantwortlich, und das sind ja eigentlich auch die interessanten Frames. Und unter dem Aspekt werden wir uns jetzt mal meine Grafikeinstellungen anschauen. Meine Grafikeinstellungen. Hierbei ist natürlich zu beachten, das ist sehr spezifisch für meine Hardware. Ich habe natürlich einen sehr guten Gaming-PC. Ich habe einen 7950X3D und 6000er CL 30 RAM 32 GB sowie eine 4080 Super als Grafikkarte. Und die CPU liefert sehr gut und die Grafikkarte liefert noch besser, und deshalb bin ich dazu übergegangen, alles auf Maximum zu stellen. Das kann natürlich nicht jeder so machen, und wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen auf eure Grafikkartenauslastung achten. Ich habe dazu auch vor ein paar Wochen ein Video gemacht, das werde ich euch hier oben mal verlinken. Da geht es darum, die besten Grafikeinstellungen für einen selber zu finden. Ist zwar noch aus dem letzten Vibe, hat aber immer noch seine Gültigkeit, und da rede ich da ein bisschen mehr im Detail drüber, wie man das am besten abschätzt und was man da am besten für sich selber einstellt. Also meine Grafikeinstellungen. Alles, was hier ist, wirkt sich rein auf die Auslastung der Grafikkarte aus. Das heißt, die minimalen Frames auf Streets wird man hier nicht beheben können. Also, als erstes mal die Auflösung. Ich spiele in 2K, 16 zu 9, natürlich ganz klar. Fullscreen-Modus. Man kann auch Borderless machen, verliert vielleicht ein bisschen Performance. Wenn es für euch angenehmer ist, geht auf Borderless. Der Monitor, das stimmt hier gerade nicht. Hier steht meine Capture Card drin, da steht natürlich euer Monitor normalerweise drin. Also dann Texturqualität. Wie gesagt, also meine Grafikkarte ist nicht ausgelastet. Deshalb kann ich hier die Texturqualität, ich kann alles hochstellen. Es liegt insbesondere an FSR 3.0, da kommen wir gleich dazu. Also Texturqualität ultra high, dann Shadows auf Ultra. Object Blot Quality lohnt sich meiner Meinung nach nicht mehr als 2,5. 2 würde ich nicht machen, weil dann vieles rausrendert, aber 2,5 ist voll in Ordnung. Und die Overall Visibility habe ich von 400 auf 1000 erhöht. Das sind so 1000 Yards, 1000 Meter um den Dreh. Und das ist schon sehr weit in Tarkov. Das heißt, wenn ihr das höher stellt, dann seht ihr irgendwelche Hintergründe, die vielleicht noch ganz weit entfernt reinrendern. Aber es lohnt sich nicht wirklich. Von daher habe ich das auf diesen Werten gelassen, und das macht auch überhaupt keinen Unterschied. Clouds Quality ist ein neues Setting, das reingekommen ist, und finde ich sehr gut. Da kann man die Wolken auf High stellen. Also der Himmel wurde überarbeitet, und ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das könnt. Macht es auf High. Sehr stimmungsvoll. Und dann kommen wir hier zu der wichtigsten Neuerung, und das ist AMD FSR 3.0. Das ist dasselbe wie DLSS für Nvidia. Aber die FSR 3.0 geht auch für alle Nvidia-Karten ab der 1000er-Generation, glaube ich. Und an der Stelle würde ich jedem empfehlen, selbst wenn ihr eine 4090 habt, braucht man an der Stelle natürlich nicht. Aber hier ich mit meiner 4080 Super, das ist die zweitbeste Karte von Nvidia, habt es auf Qualität. Qualität heißt, es sieht sehr gleich aus wie TAA High. Oder es sieht gleich aus wie TAA High. Ich konnte keinen Unterschied feststellen. Und TAA High ist halt das normale Kantenglättung. Alles wird normal berechnet. Aber
bis 20-25% mehr GPU-Auslastung. Das heißt, wenn ich hier FSR anhabe, sieht es gleich aus und kann halt andere Details höher nehmen. Das könnte ich sonst nicht, weil ja, die Grafikkarte ist schon so, ne? Ist schon gerne mal bei 80, auch mal bei 90%, 95 auch mal, aber das ist dann nicht so wild, dann sind die Frames eh sehr hoch und von daher ist das vollkommen okay. Und ja, ich würde empfehlen, FSR 3.0 anzumachen und dann könnt ihr mit den Grafikdetails einfach höher gehen. Die Grafikkarte verbraucht weniger Strom, ja, bleibt kühler und so weiter. Dann HBAO, die Umgebungsverdeckung habe ich auf Colored und Ultra, sieht einfach gut aus. SSR, die Spiegelung, habe ich auch auf Ultra. Wie gesagt, da kann man runtergehen, das sind Settings, die man ja, für sich selber ein bisschen ausprobieren muss. Anisotropische Filterung habe ich auf On. On per Texture macht für mich keinen Unterschied, konnte ich nicht sehen. Nvidia Reflex, natürlich bloß bei Nvidia-Karten, habe ich auf On plus Boost. Das heißt, die Frames sind uncapped und sowas. Und ja, Nvidia Reflex ein bisschen weniger Input-Lag. An der Stelle Sharpness habe ich auf 0, weil ich stream. Und das, wenn die Schärfe-Effekt wirkt sich negativ auf die Stream-Qualität aus. Deswegen habe ich das auf 0 und das schon immer. Könnt ihr für euch ein bisschen hochtun. Dann hier unten die Punkte. High Quality Color, konnte ich jetzt nicht so viel Unterschied feststellen, aber ich habe es an, ne, High Quality Color. Hier und da ein bisschen vielleicht bessere Farben. Z-Blur, Chrome Aberrations, Noise, Grass Shadows und sowas habe ich aus. MIPS Streaming ist, würde ich komplett auslassen, habe ich mal mit rumgetestet. Absoluter Scheiß, also hat bei mir nur negative Auswirkungen gehabt. Das Einzige, was ich hier anhabe, ist der Streets of Tarkov Lower Texture Resolution Mode. Den habe ich an, weil auf Streets of Tarkov der Grafikkartenspeicher ja sehr schnell voll ist, also den könnt ihr auslassen, wenn ihr wirklich eine Grafikkarte mit 20 oder 24 GB VRAM habt. Meine 4080 Super hat 16 GB, das reicht nicht aus, der wird ziemlich schnell voll und deshalb habe ich den auf Streets of Tarkov tatsächlich noch an, macht kaum Unterschied, aber für Leute mit einer 4090 oder so, dann könnt ihr den natürlich ausmachen. Und das waren meine Grafik-Settings, die natürlich nicht einfach so übernehmen, wie gesagt, ich empfehle da mein Video und ja, achtet auf eure eigene Grafikkartenauslastung, dass das für euch alles passt. Meine PostFX-Settings, die habe ich seit Jahren nicht mehr verändert. Ich kann sie jedem sehr empfehlen und ich habe zwei Settings. Einmal die normalen, die seht ihr hier im Hintergrund. Ist gerade Factory bei Nacht, deswegen ist das natürlich alles ein bisschen dunkler. Und ich zeige es euch mal kurz, gehe da kurz drüber. Also, Brightness 25, Saturation 25, ein bisschen mehr kräftigere Farben, ein bisschen heller. Bei der Brightness Clarity, ja, ist so ein bisschen, auch so ein kleiner Schärfeeffekt und so, macht Tiefen ein bisschen klarer. Colorfulness auch wieder, ja, dass es alles ein bisschen farbenfroh ist. Tarkov ist nämlich, ja, sehr, sehr flach von den Farben, wenn man es auf Default lässt. Sharpen und Adaptive Sharpen, also hier die beiden Sharpens habe ich natürlich raus, weil, wegen Stream, weil es auf die Streamqualität sich auswirkt. Ihr könnt es für euch selber natürlich ein bisschen hoch machen, wenn euch das gefällt. Dann Color Grading, Clifton habe ich hier drin mit Intensity 42. Sieht einfach gut aus, habe ich mir so von den Farben her so eingestellt. Und Colorblind Mode Tritanopia, nicht, dass ich es bräuchte, aber das ist auch nochmal eine Veränderung der Farben in der Stärke hier mit 33. Dass es alles ein bisschen intensiver wird, kann man hier mal kurz zeigen. Ne? Man sieht es hier gerade gar nicht so arg. Das sind meine Settings, die habe ich mir so eingestellt und so bleiben sie auch. Und werde ich beibehalten. Und jetzt kommen wir nochmal zu meinen Nachtsettings. Die habe ich angelehnt an diese natürlich. Und zeige ich es euch mal kurz. Ne? Wenn ich hier Night Vision anmache, dann überblendet es natürlich alles ein bisschen. Und da kann ich mal kurz zeigen, was sich da verändert. Und zwar gehe ich von der Brightness her auf 0. Und Saturation gehe ich komplett auf minus 100. Ihr seht schon, es verändert sich sehr zum Guten. Und dann die Colorfulness nehme ich auch runter. Und dann hat man hier die Nacht-Settings und das sind dann die drei Werte, die verändert wurden und ja, jedes Mal, wenn ich einen Nacht-Raid mache, ist es dann auch wesentlich angenehmer, ne? Nicht mal Taschenlampen blenden dann so extrem und so weiter. Kann ich bloß empfehlen, also die normalen Settings und angelehnt daran die Nacht-Settings und ich bin damit seit Jahren zufrieden. Könntest du für euch ein bisschen anpassen, das würde ich auch immer dabei empfehlen. Aber ja, sehr gute Settings und das war's mit meinem PostFX. Meine Control-Settings, da muss ich sagen, Keybinds sind natürlich immer sehr speziell, auch die Mouse-Sense, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich würde hier empfehlen, ne, ihr könnt euch ein paar Anregungen holen und das dann für euch selber einstellen. Einfach stumpf übernehmen, wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr das machen. Ja, aber das sind halt wirklich Einstellungen, die über die Jahre für mich so, die ich mir so zurechtgelegt habe und die passen. Was ich nie geändert habe, ist meine Mouse-Sense und meine Aim-Sense, das ist seit Jahren immer gleich. Und 800 DPI spiele ich mit meiner Logitech G Pro Wireless an der Stelle. Und hier die Maus-Sense ist in-game 0,35, wie gesagt, 800 dpi. Im Windows die Maus-Sensitivität nicht verändert. Wichtig an der Stelle, Mausbeschleunigung ausmachen im Windows, falls es bei euch an ist. Das ist bei einigen an, ist mir aufgefallen. Also, unter den Maus-Settings im Windows Mausbeschleunigung aus, dann die dpi einstellen. Ich würde keinem empfehlen, über 1000 dpi braucht eigentlich niemand. 800 dpi ist ein sehr guter Wert. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Dann habe ich in-game hier, wie gesagt, 0,35 für Maus-Sensitivität und für Aiming 0,25. Wird ein bisschen langsamer, wenn ich anlege.
und dann gehen wir mal kurz über die Binds rüber und was sich geändert hat. Also, wenn ihr die als Screenshots haben wollt, also entweder haltet ihr hier kurz das Video an oder ich habe hier natürlich auch in meinem Stream mit dem Ausrufezeichen Settings Command habe ich das alles gescreenshottet, da könnt ihr euch das in Ruhe anschauen. Und wir gehen hier mal drüber, also die Sachen, die speziell sind. WSAD laufen, Smooth Lean habe ich auf A, D und Control. Dann Lean allgemein habe ich auf den Daumentasten. Einfach, dass ich währenddessen noch rummoven kann. Dann Sprinten ist bei mir halten von Shift, Jumpen. Volten ist bei mir auf V, halten von Volten, dann voltet er irgendwo drüber. Crouchen ist auf C, einmal pressen, dann geht er runter, hinlegen auf Y. Dann Sidesteps und Overhead Fire auf Caps und DA, das sind halt so Sachen, die baust du kaum. Das Overhead Fire baust du auch so gut wie nie. Dann Shoulder Transition habe ich zum Beispiel auf X. Dann hier Waffe auflegen habe ich auf V, aber auf Release. Also ist derselbe Knopf wie Volten. Aber wenn ich den bloß einmal drücke, dann legt er mit der Waffe auf. An der Stelle habe ich auch B-Port ausklappen, ist auf Steuerung V, nee, Steuerung C, sorry, kommt gleich noch, also wenn man eine B-Port hat, muss man den immer erst ausklappen. Da natürlich hier, hier aimen habe ich auf Press, also ich muss nicht halten, sondern einmal drücken, dann aimt er an und nochmal drücken, dann legt er wieder ab. Reload Weapon, wichtig, dass auf R nichts anderes liegt, weil sonst ist immer eine Verzögerung beim Reload von hier diesen 300 Millisekunden, weil er wartet, dass vielleicht ein Doppelklick kommt oder sowas. Also auf R Reload beim Pressen, wichtig, nicht beim Release. Dann Emergency Reload ist auf Q, Doppelklick, Doppel-Q. Dann Fire Mode Switch und so habe ich auf J gelegt und sowas, weil man es einfach nicht oft braucht. Check Chamber und so weiter. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht über alles gehen. Dann hier gibt es noch den interessanten Bind mit der Malfunction. Malfunction Clearen ist bei mir auf Shift und mittlere Maustaste, weil man will das im Rennen machen oder eben nicht. Also Shift, mittlere Maustaste halten, dann schaut er die Waffe an. Hält man dann so lange und bis unten rechts die Meldung kommt, was es ist, dann lässt man los und dann lädt er die Waffe durch. Also hier, das ist auf Release und dann hier weiter unten Inspect Current Weapon auf Press. Also man drückt und dann, wenn es passiert ist, dann lässt man los und dann lädt er automatisch durch. Das heißt, man hat diesen Bind auf einem Knopf. Kann ich bloß empfehlen und das Ganze auf Shift, mittlere Maustaste gut erreichbar und man kann es sehr gut im Rennen machen, was sehr wichtig ist. Dann Switch Precision Sights auf Q, Scope Magnification, also hin und her auf B, dann Zero und immer noch auf Bild auf, Bild ab. Dann Zoom in, Zoom out. Also hier, das ist ein neuer Bein. Scope, der Smooth Zoom, habe ich auf Shift plus Mouse Scroll. Den ändere ich vielleicht nochmal, wenn ihr da wirklich hundertprozentiges Update haben wollt, dann in meinen Screenshots mit dem Ausrufezeichen Settings Command schauen. Wenn ich das ändere, werde ich das da screenshotten. Im Moment ist es so, dass ich es auf Shift habe und dass ich es auch nicht oft verwende und dann mit Mausrad rein rauszoomen kann bei den großen Scopes. Das Problem hierbei ist, wenn ich Shift halte und dann auf W komme, dann sprintet er los und geht aus dem Zoom, weil Shift ist auch gleichzeitig Sprinten. Deswegen lege ich das vielleicht nochmal anders, aber jetzt für das Video ist es mal so. Ansonsten ist es noch so hier, Luft anhalten habe ich auch auf Shift. Einmal antippen ist Shift, genauso wie der Sprint-Key. Ich würde es nicht empfehlen, rechte Maustaste und Luft anhalten gleich zu binden. Da verfackelt man mehr, als das was bringt. Man will da mehr Kontrolle. Man will das auch immer bloß einmal antippen, wenn es gerade passt. An der Stelle, das ist wichtig. Dann hier Sidearm habe ich nicht gebindet, deswegen Sidearm Quickswap. Ich weiß gar nicht, warum es einen Quickswap gibt und einen Sidearm-Bind. Man will bloß den Quickswap. Dann Grenade auf G. Mili habe ich oben, das ist die Konsolentaste, dieses Häkchen. Das steht hier bloß falsch drin. Mal sehen, was haben wir hier noch so. Irgendwas Wichtiges. Nicht wirklich. Freelook ist auf Alt. Ansonsten, Interact auf F. Wegwerfen immer noch auf Entfernen. Und hier unten, ja, sind halt so die Binds und sowas. Das könnt ihr euch alles mal anschauen. Wie gesagt, Hold Breath hier. Und das war's mit meinen Settings. Und wie gesagt, im Settings-Command findet ihr das auch alles nochmal gescreenshottet. Könnt ihr euch da in Ruhe anschauen. Und ansonsten bei den Phrases und so habe ich hier nichts. Nicht so interessant. F1, ne? Doppel-F1. Das ist das Einzige, was ich da hin und wieder verwende. Und ja, das war's mit meinen Keybinds. Meine Sound-Settings, da gibt's nicht viel einzustellen. Das Wichtigste für gutes Audio, das man gut hört in Tarkov, ist reiner Stereo-Sound aus guten Headphones und einer guten Soundkarte. Und mit guter Soundkarte und guten Headphones meine ich keine Onboard-Soundkarte, irgendwas Vernünftiges, am besten eine externe, und gute Headphones. Und dabei sind auch keine USB-Headphones gemeint. Alles, was mit USB ist, ist sehr grenzwertig, auch wenn es teuer war. Aber das bloß am Rande. Man braucht guten, klaren Stereo-Sound aus dieser Kombination. Gute Headphones und eine gute Soundkarte. In meinem Fall ist es ein Focusrite Scarlett 4. Generation. Das ist ein Audio-Interface, das habe ich wegen dem Streamen. Das ist jetzt nicht so die standardmäßige Soundkarte. Und die DT770 Pro von Beyerdynamic. Und wer meinen Stream kennt, der weiß, dass ich sehr, sehr gut höre und Leute gut orten kann. Also die Hardware ist da vor allem entscheidend. Und ich würde jedem davon abraten, irgendwelche externen Programme zu verwenden, die ins Audio eingreifen.
angreifen. So dieses SteelSeries Sonar oder sowas. Absoluter Quatsch, lasst es bleiben. Kompressoren, lasst es bleiben. Bringt nichts. Reiner Stereo-Sound, das ist das, was ihr wollt. Und wenn ihr das verbessern wollt, dann müsst ihr vielleicht eure Audio-Hardware upgraden. Aber ja, das als Vorwort. Und ja, Overall-Volume, das müsst ihr für euch selbst einstellen. Interface-Volume, ja, ein bisschen Geklicke will ich haben auf 30%. Chat-Music und sowas habe ich auch noch. Music on Rate-End, ja, egal. Binaural-Audio habe ich immer an. Ich finde, das ist eine deutliche Verbesserung. Die einzige Möglichkeit, wie man ja dreidimensional hört in Tarkov, ist immer noch ein bisschen kompliziert an vielen Stellen mit dem vertikalen Audio. Aber ja, Binaural-Audio an, auf jeden Fall. Und dann VoIP, ne, hier im Mikrofon-Volume und euer Default-Device. Wenn euer VoIP nicht geht, dann hier mal vielleicht ein anderes Device ausprobieren. Und das war's auch schon mit meinen Sound-Settings. Bei den Game-Settings gab's ein paar Neuerungen und die schauen wir uns mal kurz an. Also hier oben, Name, da steht Streamer, weil ich den Streamer-Mode habe, den habt ihr normalerweise nicht. Interface, Englisch würde ich jedem empfehlen. Background, ja, Profile-Icon, ja, was er da einstellt, ist egal. Quick-Slots habe ich immer auf Always Shown, ich will das immer sehen. Und ich habe das kleine Männchen nicht auf grün, sondern auf Monochrome. Und ansonsten, Highlight Available Operations, wenn man irgendwas irgendwo hinziehen kann. Double-Click, Quick-Use, In-Rate-Only würde ich jedem empfehlen, weil sonst aus Versehen trinkt den Moonshine oder sowas im Stash. Das ist doof, gut, dass es diese Option gibt. Dann Vaulting over Medium Obstacles, kein Auto-Vaulten. Ich würde es hier immer auf Hotkey, dass man das selber bestimmen kann, wann er vaultet. Dann hier, das ist neu, Wishlist, Item Notification und Auto-Add to Wishlist. Wenn man das anhat, dann wird alles automatisch zur Wishlist hinzugefügt, was man fürs Hideout braucht. Da kann man hier Hideout, Zone, Upgrade Items, Favorite Crafting Recipes, also wenn man hier Favoriten bei Crafting-Rezepten hat, dann wird das automatisch gehighlightet oder beides. Ich habe es aus in dem Fall, weil ich meine eigene Wishlist habe, nur mit Ammo inzwischen. Am Anfang vom Vibe hatte ich da alle meine Quest-Gegenstände drauf und hatte das auch an. Und die Wishlist-Notification braucht man eigentlich nicht. Ich würde sie immer auf Disable lassen. Ansonsten dann Field of View, Automatic RAM Cleaner. Ich bin mir nicht sicher, ob der funktioniert. Ich habe ihn aus, ich starte hin und wieder mein Game neu. Only Use Physical Cores habe ich hier an, aber das regel ich auch über Process Lasso. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Und dann Field of View, wichtiges Setting, 59, schon immer dabei bleibt's. Und Headbobbing natürlich ganz niedrig auf 0,2. Das ist wichtig. Dann hier Malfunction Notification, die wollt ihr natürlich sehen. Und ansonsten, ja, ich habe hier den Streamer-Mode. Den habt ihr normalerweise nicht. Trading Intermediate Screen, Block Group Invites, Preload, Hideout kann man anmachen, wenn man will, ist selbsterklärend. Das war's auch schon mit den Game Settings. Gehen wir noch schnell über meine Arena-Settings drüber, also nicht alles, sondern die Unterschiede ist natürlich sehr ähnlich. Bei den Game-Settings, ja, gibt es hier ein paar weniger Optionen, aber ist letzten Endes genau gleich. Dann die Grafikoptionen. Hier gibt es noch kein FSR 3.0, also hier spiele ich noch mit Anti-Aliasing TAA High. In Arena ist die Grafikkartenlast ein bisschen geringer, aber hier gilt auch, schaut auf die Grafikkartenauslastung. Ich habe halt hier Shadows und Texture immer noch auf High. Hier die Visibility auf 400, mehr brauchst du in Arena nicht. Dann Lot-Quality und so weiter. Wie gesagt, hier kein FSR an, dafür TAA High, normale Kantenglättung, On und Boost und ansonsten habe ich hier halt HBAU und SSR aus, also die Umgebungsverdeckung und die Spiegelungen, die will ich in Arena nicht, ist ja ein bisschen mehr competitive, bisschen mehr Übersicht, soll aber trotzdem noch gut aussehen. Post-Effect-Settings sind genau gleich wie in EFT. Sound-Settings, ja, hier kann man ein bisschen mehr einstellen. Da kann man zum Beispiel den Announcer auf 30% nur stellen, würde ich jedem empfehlen, ne? Das ist der Ansager. Match Accept Screen Volume, okay, Radio Volume auf 100%. Binaural Audio habe ich hier auch natürlich an. Dann Enable VoIP. Radio Voice Activation auf jeden Fall auslassen, sonst jedes Mal, wenn ihr was sagt, wird es sofort direkt übertragen. Ansonsten hier natürlich nochmal euer Device. Noise Reduction Moderate, beziehungsweise, ja, sollte hier auf Disabled stehen, das steht gar nicht auf Disabled, das ist gut, dass mir das auffällt. Dann Microphone Sensitivity auf 1 habe ich und das Volume auf 100% und ansonsten die Controls bleiben gleich und ja, das Einzige, was ich hier auf bei Arena umgebannet habe, ist auf Doppel-T habe ich, statt die Exits anzeigen, habe ich mein Team anzeigen und ansonsten wüsste ich auch nicht, was ich da irgendwie geändert habe. Also ja, wie gesagt, alles sehr gleich. Senses natürlich auch alles gleich. Und das war's mit meinen Arena-Settings. Meine Nvidia-Settings für AMD-User, da kann ich natürlich nicht viel dazu sagen, aber da gibt es natürlich gleichwertige Einstellungen und die werdet ihr dann schon finden, da habe ich vollstes Vertrauen. Also, die Nvidia-Systemsteuerung und hier bei den 3D-Einstellungen habe ich alles für global. Ich habe das alles bloß einmal eingestellt, dass das immer so läuft. Hierbei ist zu beachten, ich spiele mit G-Sync. Also, da sind einige Werte, die für G-Sync wichtig sind und ihr könnt euch das auch natürlich wieder mit meinem Settings-Command auf den Screenshots anschauen, in Ruhe oder hier einfach kurz pausieren. Also, Bildwiederholrate, höchste Versuch. Ich gehe jetzt nicht über alles drüber, ne? Ihr seht es hier im Hintergrund. Und die maximale Bildfrequenz habe ich gecapped bei 235. Ich habe einen 240 Hz Monitor. Und wenn man mit G-Sync spielt oder Adaptive Sync, dann sollte man
die Framerate auf knapp unter Refresh Rate cappen, dass das immer aktiv ist. Also in dem Fall 235 und dann habe ich hier G-Sync Kompatibilität an, Modus für geringe Latenz auf Ultra und ansonsten habe ich hier die Qualität auf die Texturqualität auf Qualität. Kann man natürlich auch auf Leistung stellen, macht nicht so viel Unterschied. Aber ich will inzwischen, dass Tarkov gut aussieht. Und mit der 4080 Super habe ich dafür auch genug Performance-Reserven. Und deswegen geht das auf jeden Fall auf Qualität jetzt. Hier Threaded-Optimierung war mal wichtig. Okay, Umgebungsverteidigung. Und was halt wichtig ist, vertikale Synchronisation habe ich auch auf 1. Das heißt, das ist wieder so ein Wert, der mit G-Sync zusammenhängt. Wenn man mit G-Sync oder Adaptive Sync spielt, dann sollte man vertikale Synchronisation auch einmachen und die Frames cappen. Das wird dann sehr smooth und falls ihr das nicht tut, dann natürlich vertikale Synchronisation aus. Ihr könnt die Frames hier natürlich trotzdem cappen und dann halt ohne das spielen. Und ich finde aber, insbesondere Tarkov, ist Adaptive Sync sehr, sehr gut, weil halt ja, man hat oft diese niedrigen Frames und es geht dann auch mal ein bisschen höher und so. G-Sync passt da wie die Faust aufs Auge. Ihr werdet feststellen, es ist auch deutlich smoother. Ansonsten haben wir hier natürlich noch die Desktop-Farbeinstellungen, die habe ich ein bisschen bearbeitet. Bei meinem alten Monitor hatte ich das hier die Helligkeit auf 70%, jetzt habe ich sie auf 60 runtergenommen. Und den Kontrast hatte ich auf 60, den habe ich jetzt auch auf 55 runtergenommen. Sowie digitale Farbanpassung hatte ich auf 75 mit dem alten Monitor. Jetzt habe ich es nur noch auf 60, weil ja, ich habe jetzt einen OLED-Monitor und da knallen die Farben und der ist recht hell und ist richtig gut. Und deshalb habe ich das ein bisschen angepasst. Solltet ihr auch für euch selber anpassen, dass es so stimmt, nicht einfach stumpf übernehmen. Und ansonsten ja hier G-Sync, ne? Fenster- und Vollbildmodus aktivieren und ja, oder Adaptive Sync, je nachdem, wie man das halt einstellt und das Ganze dann am Monitor anmachen, kann ich nur empfehlen. Und das waren meine Nvidia-Settings. Kommen wir zu Process Lasso. Das ist ein Programm, das dafür sorgt, dass Tarkov auf den richtigen Kernen läuft. In dem Fall, ich habe einen 7950 X3D von AMD und der hat 16 Kerne, aber bloß auf 8 von denen ist der X3D V-Cache. Und man will auch, dass Tarkov nur auf den physischen Kernen läuft. Das lässt sich mit diesem Programm einstellen. Würde ich ja so ziemlich jedem empfehlen. Und ja, hier, Process Lasso läuft bei mir immer im Hintergrund und man kann da Regeln einstellen. Man kann natürlich für jede Echse einzeln hingehen und das einzeln einstellen, aber es gibt da bessere Optionen. Und da ist natürlich wichtig, was man für eine CPU hat. Da sollte man wissen, wie viele Kerne man hat und auf welchen Kernen Tarkov laufen sollte. Und insbesondere beim 7900 X3D und beim 7950 X3D ist es so, dass man das auf jeden Fall machen sollte, dass Tarkov auf den richtigen Kernen läuft, weil halt nicht alle die X3D-Kerne haben und es dann vielleicht zu Fehlern führt. Also, Process Lasso läuft immer im Hintergrund und man kann hier globale Regeln festlegen. Man geht hier oben auf Optionen, CPU-Zugehörigkeit. Dann kann man dann Exe-Dateien hinzufügen. In dem Fall, ihr seht es schon hier unten, Escape from Tarkov-Exe und die Escape from Tarkov-Arena-Exe. Und die will ich jetzt nicht rauslöschen, die lasse ich jetzt da oben drin. Und die habe ich eingestellt und bei mir ist es so, also mal kurz hier, ne, ich gebe mal irgendwas ein, hier auswählen, da kann man die CPUs auswählen, wenn man da oben die Exe drin hat. Und ich habe in dem Fall hier 32 Threads und eine 16-Kern-CPU. Und beim 7950 X3D ist es so, dass nur die ersten 8 Kerne den X3D V-Cache haben. Also bei Tarkov sollte es so aussehen. Zack, 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 zack. Nur die geraden Zahlen, das sind die echten Kerne. Die ungeraden Zahlen sind immer die von SMP, also die Hyper-Threading-Kerne. Und die will man nicht, also bloß die echten Kerne auswählen. Und so sieht es für Tarkov und Tarkov Arena aus. Das sieht man hier unten, ne? 0, 2, 4, so CPU-Gehörigkeit. Und dann gibt es einen Trick, wenn man hier oben Sternchen einfügt und dann Regel hier auswählen macht, dann gilt es für alle anderen Programme. Und in dem Fall habe ich die hier alle auf diese Kerne, ne? Ihr seht es hier, 16 bis 31. Auf den anderen Kernen, auf den anderen 8 Kernen läuft alles andere und Tarkov hat die ersten 8 Kerne komplett für sich alleine. Das ist natürlich bei meiner CPU sehr gut. Bei einem 7900 X3D geht es auch. Da sind es halt 6 Kerne und 6 Kerne. Hier sind es 8 Kerne und 8 Kerne. In dem Fall muss halt jeder ein bisschen wissen, wie das bei seiner CPU ist, wie das bei Intel mit E-Core und P-Core ist und sowas. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne im Discord. Da kann ich jetzt natürlich nicht auf alles eingehen. Aber das ist Process Lasso und dieser Trick, hier oben die Echse hinzufügen, die man einstellen will und alles andere mit dem Sternchen dann unten dran. Der geht von oben nach unten durch und dann wird es alles so gemacht und ihr seht hier im Hintergrund, ne, Regeln 16 bis 31 in etwa, jede Echse läuft auf den anderen Kernen, so wie ich es eingestellt habe und stört natürlich Tarkov nicht und dann kann man hier natürlich auch noch die CPU-Prioritäten einstellen für Arena und für Tarkov selber auf hoch und alles andere habe ich dann nicht gemacht und mehr müsst ihr bei Process Lasso nicht machen. Das immer mitstarten, immer mitlaufen lassen
Und dann regelt Process Lasso das alles von alleine und Tarkov läuft dadurch auch wesentlich besser. Ein paar Windows-Einstellungen gibt es noch, die man beachten sollte. Ich habe in dem Fall Windows 11 mit Atlas OS, deswegen sieht es bei mir vielleicht ein bisschen anders aus als bei euch. Sollte bei Windows 10 und Windows 11 circa gleich sein. Also als allererstes mal den Spielemodus. Man gibt einfach mal Spiel ein und dann findet man hier schon Spielemodus aktivieren. Und der sollte an sein, einfach, dass sich Windows da auf das Spiel konzentriert, keine Updates im Hintergrund macht. Sowas. Dann gibt es hier unten auch die Option Grafik. Da kann man hier nochmal überprüfen, ob Escape vom Tag auf Höchstleistung gesetzt ist. Das passt bei mir. Kann man auch manuell hinzufügen. Braucht man für gewöhnlich nicht. Und dann gibt es noch ein wichtiges Setting. Das ist ein Sicherheitsfeature. Das heißt Kernisolierung. Einfach mal nach Kernisolierung suchen und es sollte aus sein, weil es einfach Performance kostet. Und Speicherintegrität ist deaktiviert. Möglicherweise gefährdet, steht dann da. Braucht man als Privatnutzer, denke ich mal, nicht. Und es kostet Frames und ich habe es auf jeden Fall aus. Ich würde euch empfehlen, das auch auszumachen und einfach ja ein bisschen mehr Performance dazu zu haben. Was es genau ist, könnt ihr euch ergoogeln. Da will ich jetzt nicht so arg ins Detail gehen, aber auf jeden Fall Kernisolierung aus, empfehle ich. Und dann gibt es noch die Sache mit den Exe-Dateien. Man geht ins Escape from Tarkov Verzeichnis, beziehungsweise Escape from Tarkov Arena, da gilt es natürlich auch für die Exe, und geht dahin und geht einmal unter Kompatibilität und macht den Haken hier rein, Vollbildoptimierungen deaktivieren. Das, sorgt für ein bisschen für Stabilität, vielleicht ein bisschen mehr Performance. Soll man machen. Und das war auch schon alles, was ich in Windows eingestellt habe. Und würde ich euch auch empfehlen, das auch so zu tun. Einfach, ja, bringt ein bisschen was für die Performance. Und das war's mit meinen Windows-Einstellungen. Das waren meine Settings für Ingame, Windows und Nvidia sowie Process Lasso. Und ich will euch noch ein paar Worte mit auf den Weg geben. Bei den BIOS-Einstellungen, die oft mal vergessen werden, das XMP-Profil bei Intel, das Expo-Profil bei AMD aktivieren. Das ist, dass der RAM auf seiner vorgegebenen übertakteten maximalen Geschwindigkeit läuft. Das wird gerne mal vergessen und läuft er auf Standardtakt und bremst die CPU sehr aus. Genauso wie Resizable Bar sollte aktiviert sein. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr das bei euch einstellt, am besten einfach danach googeln. XMP-Profil ist bei Intel und Expo-Profil ist bei AMD. Und das am besten mit eurem Mainboard-Modell googeln und dann findet ihr garantiert eine Anleitung. Dasselbe gilt auch für Resizable Bar. Das heißt, bei verschiedenen Mainboards heißt es auch mal anders. Aber die Option gibt es letzten Endes überall. Oder bei das Resizable Bar gibt es ab einer bestimmten Generation. Das ist, dass der Grafikkartenspeicher irgendwie mitgenutzt wird. Bringt Performance, sollte an sein. Gut, und das waren meine Settings und meine Einstellungen und ein paar Feinheiten, die ich euch mit auf den Weg geben wollte. Und falls ihr da Fragen zu habt, könnt ihr gerne im Discord vorbeischauen, im TechTalk-Channel und da die Frage stellen. Und da wurde schon vielen geholfen. Ich kann halt in diesem Video nicht komplett ins Detail gehen, sonst würde das ewig lang werden. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben. Kommentar oder unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In diesem Sinne, macht's gut und bis dann.